So, Fabis Game Welcome geht wieder los. 3, 2, 1. Servus, Freunde! Okay. Einen kurzen Moment, Leute. Ja. Fabis Game Welcome, genau. Ja gut, dann würde ich mal behaupten. Stift. Ah, Intro. Abgehört. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel in Fabi Skill World Cup. Fuck my life, das gibt sicher extra Dislikes. Scheiße. Wie blöd bist du eigentlich? Auf jeden Fall, meine Freunde, man sieht es, ich bin mega, mega gut gelaunt. Wie gesagt, herzlich willkommen, zweiten Gruppenspiel Fabi Skill World Cup. Heute geht es gegen den Tristan Screen Squirrel. Gegen den Tristan Strange Cow. Genau so ist es. Wir müssen auf jeden Fall die Kuh heute melken. Sollten wir gewinnen, bin ich auf jeden Fall weiter. Und das ist auf jeden Fall das Ziel. Ihr wisst Bescheid, ich habe Brasilien. Mein Gegner Tristan hat Kolumbien. Richtig. Und jetzt habe ich explizit noch die Teams angesprochen, meine Freunde. Und zwar habe ich die Kommentare vom letzten Video habe ich noch im Kopf. Jo, das ist so unfair. Du spielst Brasilien, spielst plötzlich gegen Polen. Das ist alles so unfair und so weiter. Freunde, ich möchte nur kurz darauf eingehen. Und zwar, dieses Turnier ist wirklich just for fun für die Community. Die eine Community lernt die andere Community kennen. Die eine Community lernt den anderen YouTuber kennen. Es ist einfach alles ein Spaßprojekt und es ist echt klar, dass nicht jeder ein heftiges Team oder eine heftige Nation haben kann. Und die Nationen wie Polen, Dänemark und Senegal, die Nationen waren nicht mal geplant. Fabi hat extra für euch und für die YouTuber dieses Turnier noch aufgestockt. Deswegen kann es einfach klar sein, dass eben manche Nationen etwas schlechter sind als die meine. Es ist ja auch nur Zufall, dass ich dieses heftige Team habe. Es ist, weil ich viele Coins habe, ne? Aber muss ich jetzt aufgrund dessen, wenn ich gegen schlechtere Nationen spiele, muss ich mein Team extra downgraden? Und ich glaube, nein, das ist nicht im Sinne des YouTubers, also mir. Noch denke ich, möchte, dass mein Gegner, also Tristan, mit ihm habe ich mich unterhalten davor. Ich habe mich auch quasi entschuldigt, dass ich Brasilien habe, so. Und ihm macht das gar nichts. Das ist für ihn auch just for fun. Und ich hoffe, ihr seht das mit Stand jetzt genauso. Wenn ihr genau meiner Meinung seid, dann gebt sehr, sehr gerne den Daumen nach oben. Auch generell, mich würde es freuen. Als Support, Daumen nach oben. Und wie gesagt, für mich geht es jetzt um quasi, eigentlich schon fast um den Gruppensieg. Und für Tristan geht es ums Weiterkommen. Ich möchte auf jeden Fall Vollgas geben. Viele von euch zählen mich unter die Favoriten. Und ja, das muss ich auf jeden Fall beweisen. Checkt im Nachhinein unbedingt Tristan aus. Der Link zu seinem Video ist auf jeden Fall in meiner Videobeschreibung. Lasst ein bisschen Liebe da. Und wenn ihr genug Liebe gegeben habt, dann gibt euch die Kuh auch ein bisschen Milch. I know this. Dann gebt auch sehr gerne Daumen nach oben, ein Abo, würde mich persönlich wirklich sehr, sehr freuen. Danke dafür. Dieses Intro nehme ich im Nachhinein des Spieles auf. Gestern war ich mega im Stress, weil ich ja beim Zuschauertreffen war. Danke an jeden Einzelnen, der gekommen ist. Anfangs war ich mega nervös, weil es waren, glaube ich, 70, 80 Leute, so alles insgesamt. Grüße auch an jede Mutter, die ihr Kind extra wegen Timo und mir vorbeigebracht haben. Hat mega, mega Spaß gemacht, hat mega, mega Laune gemacht. Und ich möchte euch jetzt nicht weiter aufhalten. Jetzt kommt die Szene, wo ich Tristan einlade. Ja, moin. Und das Kolumbien-Team war richtig, richtig geil. Also, wie gesagt, guckt jetzt unbedingt weiter. Daumen nach oben hinterlassen. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, würde mich mega, mega freuen. Ab geht's. Boah, mein Ork juckt. So, 81, 80, 77. Okay, die Defensive sieht's, ja, ihr wisst Bescheid. Ich hab's euch erklärt am Anfang. Screen, Strange Cow, LP. Let's go, ich bin gespannt. Können wir die Kuh melken? Oder melkt sie uns? Hier ist ein Team, Kolumbien. Alter, Leute, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Bis auf jeden Fall die Innenverteidigung, aber Falcao, wow. Dieser Falcao, Außenverteidiger sind gut. Quadrado ist dabei, Bakker. Ich find's mega stark. Ich hätte es mir schwächer vorgestellt. Also das ist konkurrenzfähig as fuck. Ich werde mein Bestes geben, meine Freunde. Trotzdem viel Glück an Tristan.
Abfahrt. Aber ich werde gleich pushen, Leute. Ich werde gleich Gas geben. So, da haben wir schon mal eine Chance. Alter, 1-0. Wie gesagt, sofort Gas geben. Ich möchte weiterkommen. Mir fehlt, glaube ich, nur noch dieser eine Sieg. Ronaldinho im Sturm. 4-2-3-1. Habe ich getauscht. Firmino spielt außen mit Jesus. Gut gemacht. Schöner Pass von Marcelo. Kurz abgewartet. Pass und ja. Sehr gut. Trotz allem, Tristan niemals unterschätze. Ich unterschätze hier niemanden, Leute. Egal welche Nation, egal welcher Spieler, egal welcher Weekend-Rang. Was? Alter, abgefälschte Flanke. Mega gut. Und Gabriel Jesus. Alter, daneben. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, dass wir das 2-0. Er geht extrem über Flanken, ne? Ist mir jetzt aufgefallen. Das muss ich irgendwie unterbinden. Oder einfach die Laufwege mal zumachen. Wie, oh. Also ja, auf die Flanken muss ich extrem aufpassen. Eventuell muss ich auch gegen ihn 4-4-2 spielen. Er ist auch schwer durchzukommen. Er hat extreme Schwierigkeiten. Sein Zentrum ist quasi dicht. Aber auf das muss ich achten, Leute. Auf diese Chancen. Das ist so quasi meine Stärke. So dieser eine Pass. Wenn der Pass im Zentrum ankommt, im Strafraum meines Gegners, dann ist er sehr, sehr oft drinnen. Ohne Lauf und keine Ahnung was. Dieser eine gezielte Pass, wo ich dann noch aussuchen kann, welche Richtung ich mich ausrichten kann. 2-0, Ronaldinho Doppelpack. Wieder eine Flanke. Die kommt an. Boah, Ederson, was ist mit dir? Jetzt wird Tristan ein bisschen nervöser. Das merke ich schon, schade. So Leute, erste Halbzeit, 2-0 Führung. Aber man merkt es auch bei Tristan, Passgenauigkeit 89. Er macht das sehr, sehr gut. Er spielt wirklich sehr diszipliniert. Ballbesitz hat er auch mehr, obwohl ich die 4-2-3-1 spiele. Welche Aufstellung spielt Tristan überhaupt? Tristan spielt, oha, okay, die Breite. Dann mache ich mal die 4-4-2. Einfach mal zum Test, ob sich das lohnen würde. Wow, die schicke Flanke kennt er bestimmt. Aber, die könnte zünden. Die könnte zünden, nein. Vielleicht noch ein Longshot. Ha. Come on, nein. Glaub's nicht, aber der Sanchez, dieser Mittelfeldspieler, der diese Goldkarte, ist für mich der beste Spieler in seinem Team. Wow, schön. Aber Ederson, was ist los mit dir? Alter! Leute, ich habe Wendell gerade eingewechselt. Das ist Team of the Season Wendell. Mein Außenverteidiger, er spielt als linkes Mittelfeld. Im linken Mittelfeld. Alter! Krass! Was hat das für eine Flugbahn, Flugkurve? Look at this! KK mit der Vorlage sogar. Okay, das sieht man diese Flugbahn nicht so geil. Alter, Wendell! Ich wusste gar nicht, dass du schießen kannst. Direkt. Oh! Ei! Ich hätte dir das Tor gegönnt. Come on. KK, let's go. Sehr gut. Come on. Und schade, aber Wendell ist noch da. Talisca, Longshots. Ich weiß, ich habe die Nation Brasilien. Ich weiß. Aber Talisca, 99 Fernschüsse. Muss man auch erst machen. Alter, Wahnsinn. Die Trikotnummer gefallen mir aber alle nicht. Trotzdem, GG an Tristan. GG. Starkes Tor. Sehr, sehr starkes Tor. Aber auch wieder die Vorarbeit von KK. Alter, Ospina. Wow. Mega. Feier ich. Und noch ein Freistoß. Let's go. Das ist wieder Talisca. Au. Oh. Geht noch ein Tor? Nein. GG, Tristan. GG. Guckt jetzt unbedingt vorbei, weil für Tristan, also guckt unbedingt beim Rückspiel vorbei. Für Tristan geht es, glaube ich, jetzt um alles. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon fix ausgeschieden ist oder ob es jetzt quasi um alles geht, ob er doch noch weiterkommen kann. Ich wünsche trotzdem jedem Einzelnen noch viel, viel Glück. Apropos Glück, ich hatte einfach Losglück, ich hatte Teamglück, von daher. Ich weiß es einzuordnen, ich weiß es ganz genau, aber ich habe es ganz am Anfang schon angesprochen. 4-0, souverän, wobei Statistik sagt auch nicht mal so souverän. 5 Schüsse hatte Tristan trotzdem aufs Tor. Ich hatte gerade mal 7, 4 sind reingegangen. Okay, ich habe es 14 Mal probiert. Trotz allem feiere ich mega. Guter Sieg. Schauen wir mal, was Tristan zu sagen hat. Vielleicht kann ich das reinnehmen. Schauen wir mal. Junge Dine, überragend gespielt. Man merkt echt, dass
Weißt du was, dich FIFA-Spieler echt so krass verbessert, ey. Herzlichen Glückwunsch, wirklich saustarkes Spiel. Ich nehme jetzt noch ganz kurz Intro und Co. auf. Oder, ach, ich spiele jetzt auch direkt, mache ich das Intro auch später. Dann kann ich, soll ich dich wieder einladen oder willst du mich einladen? Und dann machen wir schnell das Rückspiel und wirklich krass gespielt, ey. Wow, amazing, wirklich richtig, richtig stark. Auf jeden Fall danke für deine Worte, Tristan. Wirklich, check den aus. Respektvoll, ehrliche Meinung abgegeben. Und solche Leute muss ich einfach unterstützen. Solche Leute müssen wir, Part of Family, unsere Community, meine Community einfach unterstützen. Also checkt zumindest dieses Video aus. Hinterlässt Tristan ein Abo oder liked einfach zumindest ein Video. Würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, meine Freunde. Alles Liebe. Ciao, ciao.